Meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Project X, wo es jetzt endlich so richtig losgehen kann. Dass man so einen krassen PC baut, wie wir das jetzt hier machen, das kommt ja nicht oft vor. Ich bin 21 und mache das gerade zum ersten Mal in meinem Leben. Und insofern war für mich klar, dass ich nicht einfach nur sagen will, okay, das sind meine Teile, wir bauen jetzt mal schnell einen PC zusammen. Oder hey, guck mal, das ist mein neuer PC. Und deswegen haben wir uns in den ganzen letzten Videos erstmal die ganze Hardware einzeln und detailliert angeguckt. Das Mainboard, Grafikkarte, Netzteil, all so Gedöns. Und das war mir auch wichtig, dass wir zu jeder wichtigen Komponente auch ein eigenes Video haben und ich genau erklären kann, was daran gut ist, warum ich das verbauen möchte und so weiter. Jetzt haben wir uns ja alles Wichtige eigentlich angeschaut und können deswegen endlich mit dem Zusammenbau anfangen. Es gibt natürlich noch so ein paar Sachen, die auch verbaut werden, die ich jetzt nicht einzeln vorgestellt habe. Zum Beispiel als Systemfestplatte diese Samsung SSD, also eine 950 Pro M.2 SSD von Samsung. Eigentlich wollte ich davon die 512 GB Variante verbauen, die war aber über längere Zeit überall ausverkauft. Deswegen habe ich jetzt hier die 256 GB Variante. Das ist eine M.2 SSD, für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das ist eine andere Schnittstelle. Man kennt ja normale SSDs und eine normale SSD hat vielleicht so 500 MB Schreiben und Lesen. Die hier hat eine Lesegeschwindigkeit von 2200 MB und eine Schreibgeschwindigkeit von, ich glaube, 900 oder sowas. Und die 512 GB Variante sogar noch mehr. Und zudem ist sie sehr klein und da wird Windows drauf installiert und die wichtigsten Programme. Und meine alte 250 GB normale SSD, da kann ich dann auch noch weitere Programme drauf installieren. Aber die habe ich jetzt nicht eigens vorgestellt, weil dafür war die mir nicht wichtig genug. Außerdem habe ich noch dazu geholt eine 4 TB Western Digital Red Speicherplatte, weil schon wieder mein Videospeicher leer ist. Ich habe, glaube ich, noch 2 TB Platten, die wir auch im neuen Rechner natürlich wieder einbauen werden. Die nehme ich mit, die sind auch gar nicht so alt. Aber zusätzlich habe ich jetzt nochmal 4 TB extra, ein bisschen Videospeicher eben. Außerdem habe ich mir noch so ein paar Sachen geholt hier, zum Beispiel weiß gesleevte SATA-Kabel und dann habe ich noch zweimal von Nanoxia weiße LED-Streifen, die im Gehäuse verbaut werden sollen für extra Licht. Dann habe ich mir noch fürs Kabelmanagement hinterm Schreibtisch weiße und schwarze Kabelbinder in verschiedenen Größen geholt. Also es gibt noch so ein paar Sachen, die irgendwie auch dazugehören, die ich aber jetzt nicht eigens vorgestellt habe. Die sehen wir dann im Zusammenbau und dann sage ich da vielleicht kurz was zu. Ansonsten fangen wir heute an mit dem Zusammenbau. Den Zusammenbau mache ich nicht in einem großen Video, das wäre mir persönlich zu viel gewesen, sondern wir machen das in einzelnen Etappen und wir schauen einfach mal, was wir heute schaffen. Anfangen werde ich auf jeden Fall natürlich mit unserem Mainboard, da habe ich eine eigene Vorstellung zu gemacht. Dann übrigens die ganzen Vorstellungsvideos, von denen ich jetzt so erzähle, falls ihr die verpasst habt, findet ihr die in der Project X Playlist und die Project X Playlist, die findet ihr in der Videobeschreibung. Im Zusammenhang mit unserem Mainboard werden wir natürlich schon mal den Prozessor einsetzen, den Intel Core i7-5960X, auch zu dem gab es ein kleines Video. Der wird also heute schon mal ins Mainboard eingefügt, das ist so ein bisschen wie die Hochzeit bei Autos, Hochzeit heißt das, wo der Motor und das ganze Fahrgestell und sowas zusammengesetzt werden und das machen wir heute mit Mainboard und Prozessor. Außerdem können wir schon mal die RAM-Riegel installieren, den Corsair Dominator RAM. Auch den habe ich vorgestellt. Und dann gucken wir einfach mal, was die Zeit sagt. Wenn noch Zeit da ist, können wir schon mal ein bisschen was am Gehäuse machen. Vielleicht sogar schon das Mainboard ins Gehäuse setzen und die Frontanschlüsse machen oder schon mal das Netzteil einbauen. Müssen wir mal schauen, was wir heute zeitlich schaffen. Und bevor wir jetzt endlich loslegen, ich quatsch schon wieder sehr viel, ich weiß, eine Bitte habe ich noch an euch. Die meisten Zuschauer von euch, die schauen einfach gerne zu, wie ich so ein bisschen bastle und erzähle. Ich persönlich bin kein PC-Profi. Ich habe nichts da in die Richtung studiert. Mein Wissen, was ich habe, habe ich mir so in den letzten Jahren über Videos und über Forenbeiträge und über ja selber PCs bauen angeeignet. Ich habe halt in meinem Leben so 3 bis 4 PCs zusammengebaut, aber noch nie so einen krassen und so einen starken wie jetzt. Jedenfalls bin ich kein PC-Fachmann, sondern einfach ein technikinteressierter Amateur. Insofern, wenn ihr irgendwas in den Videos entdeckt, was ich vielleicht falsch mache, ihr könnt da zwar freundlich drauf hinweisen, aber bitte nicht 100 Leute und bitte nicht irgendwie haten. Ich bin kein PC-Profi, ich mache das einfach gerne und möchte das mit euch teilen. So, und jetzt fangen wir endlich an. Wir gehen also rüber auf den Tisch und fangen an zu basteln. Ich hab Bock drauf. Endlich geht's los. So ihr Lieben, damit stehe ich jetzt hier an meinem Basteltisch. Das ist normalerweise mein Unboxing-Tisch. Jetzt ist das mein Basteltisch. Falls ich mal irgendwie zu euch sprechen möchte, kann ich das nämlich dann mit der kleinen Kamera machen, weil mit der kann ich das nicht machen. Am besten wäre es natürlich, wenn ich ein dickes Studio hätte mit mehreren Kameras. Sowas habe ich aber nicht, deswegen machen wir es jetzt mit meinen Mitteln. Hier liegt das Mainboard, das packe ich jetzt mal aus. Hier habe ich den Prozessor, hier habe ich den RAM. Die drei Sachen machen wir mal zuerst. Also erstmal wieder das Mainboard aus seiner Hülle holen. So, damit habe ich jetzt das Mainboard vor mir liegen. Ich muss sagen, ich habe zwar schon mal 3, 4 PCs zusammengebaut, bin aber trotzdem bei dem jetzt hier echt nervös, weil es mein eigener wird vor allem und weil natürlich die Komponenten um einiges teurer sind. Ich habe sonst einen Rechner vielleicht gebaut, der hat insgesamt
600 Euro gekostet. Hier ist allein das Ding ja 1100 und deswegen habe ich so ein bisschen Bammel. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So, wir holen den Prozessor raus. Das ist er, der kleine hier. Das ist unser kleiner Prozessor. So, den haben wir jetzt hier. Oh, fast hätte ich ihn schon hingeschmissen. Den haben wir jetzt hier. Und der soll natürlich hier in diesen Sockel. Also machen wir den erstmal auf. So, 2011, 3 ist ein bisschen komplizierter, der Sockel. Das geht nämlich alles nicht so easy wie bei anderen Sockeln. Aber wir haben ihn offen. So, da liegt er vor uns. Das ist unser Sockel und da soll der Prozessor rein. So, wir nehmen uns jetzt also den Prozessor. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so der teuerste Schritt und da kann man auch natürlich was falsch machen, wenn man den Prozessor falsch rum einsetzt. Aber wir haben hier ein kleines Dreieck. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Und auch unser Prozessor hat ein kleines Dreieck hier in der Ecke. Und das heißt, die Ecke werden wir an die Ecke setzen. So, der Prozessor sitzt drin, Ecke an Ecke und ich werde da jetzt gar nicht rütteln oder sowas, soll man auch gar nicht, man muss den nicht da irgendwie fest rütteln oder so, aber der sitzt jetzt halt fest und der sollte sich so erstmal nicht bewegen können. Jetzt kommt die Klappe runter und wir machen zuerst die Seite wieder fest hier. Das ist bei jedem Sockel unterschiedlich, also jeder Sockel, da sind die Befestigungen auch unterschiedlich, aber hier bei diesem 2011-3er geht das eben so rum. Wichtig ist, bei jedem, der zum ersten Mal einen PC baut, da denkt man bei diesem Schritt hier mal, man macht was falsch, wenn man diese Klammer runterdrückt, weil das knarzt ein bisschen und man denkt, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, das muss knarzen. Ups, auch wenn das immer ein bisschen wehtut in den Ohren. So, die eine Seite ist drin, jetzt können wir diese Abdeckung abnehmen. Die ist jetzt weg, brauchen wir nicht mehr. Und jetzt sehen wir schon den Prozessor und können jetzt den anderen Haken auch noch anbringen. Und damit haben wir erfolgreich unseren Intel Core i7-5960X in seinen Sockel gepackt. Die Hochzeit ist geglückt, hoffe ich. Das sehen wir dann, wenn am Ende alles läuft. Aber der Prozessor sitzt im Mainboard. Das war so, das, wo ich mit am meisten Bammel vorhabe immer. Und weil man halt so zwei der teuersten Komponenten hier gerade zusammenbringen soll und da auch einiges bei kaputt gehen kann. Aber ist drin. So, als nächstes würde ich jetzt unseren Corsair Dominator RAM installieren und da habe ich kurz hier in der Übersicht nachgeguckt, bei dem Asus Board ist ja so eine Übersicht dabei. Also Asus sagt, bei 4 Modulen, wie wir das jetzt hier haben, sollen wir diese dunkelgrauen Slots nehmen. Diese, ups, Moment, also die 4 sollen wir nehmen für unser Quad Channel und nicht die schwarzen. Wenn man jetzt 8 hätte, würde man natürlich alle 8 Bänke belegen, wenn man 2 hätte, nur 2 und so weiter, ist logisch. Und jetzt setzen wir den RAM ein. Dabei gibt's eigentlich nicht viel, was man falsch machen kann. Der passt nur in eine Richtung. Solange man da nicht zu feste drückt, kann man da nichts verkehrt machen. Und ich zeige euch das mal eben. Wir haben hier so einen RAM-Riegel. Der hat ja da so eine Einkerbung nicht in der Mitte eben. Und deswegen kann man es nicht falsch rumsetzen. Wenn man halt darauf achtet, dass der RAM, ne, ihr wisst schon. Wir bringen jetzt also unsere 4 Corsair Dominator Platinum DDR4-Module hier ein. Wenn man das richtig macht, dann muss man nur leicht drücken und dann gibt es ein kleines Klack und der Riegel ist drin. So, jetzt nehmen wir den anderen grauen. Wir sollen ja alle dunkelgrauen nehmen, also nehmen wir jetzt den dahinter. Ich hätte vielleicht hinten anfangen sollen. So baue ich mir gerade selber die Sicht zu, aber ist egal. Zweiter Riegel sitzt, das hat wieder ein gutes Geräusch gegeben. Jetzt kommt Nummer 3. Ah, ich sehe jetzt schon, da drüben werden die andersrum gesetzt. Jetzt hätte ich fast aus Versehen falsch rumgenommen. Nee, aber hier drüben werden die so rumgesetzt. So, der sitzt auch und der letzte wird natürlich auch noch eingesetzt. Und zwar in den letzten grauen, der jetzt noch übrig ist und das ist der hier. So, dann sitzen unsere 4 RAM-Module drin. Sieht super aus, passt also genau wie ich es mir gehofft habe. Perfekt zueinander farblich. Hammer. Und ja, ich würde sagen, das war das. Wenn man möchte, kann man jetzt eben hier diesen, also die kann man hier noch so draufsetzen. Das Ganze wird dann sehr hoch. Ich würde den erstmal weglassen, den Lüfter, auch wenn ich das mit dem RGB und so echt cool finde. Aber wir lassen den erstmal weg und gucken einfach dann mal im Betrieb, wenn der PC läuft, wie die Temperaturen sind vom RAM. Und wenn wir merken, okay, der braucht mehr Kühlung, dann wird natürlich hier der Lüfter noch angebracht. Was ich jetzt noch eben mache, ist hier diese Schiene für unsere M.2 SSD anzubringen. Die muss nämlich hier hinter, man sieht es jetzt nicht, ich drehe mal eben. Hier hinten hin, da muss unsere Schiene für die M.2 SSD und die werde ich jetzt schon mal anbringen, damit wir dann unsere M.2 SSD auch installieren können.
So, damit ich da jetzt gut drankomme, um das Ganze zu installieren, das steht jetzt hier hoch, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, werde ich mal den einen RAM-Riegel nochmal eben entfernen. Und jetzt müssen wir das Ganze hier festschrauben. So, die M.2-Schiene ist angebracht, die sitzt jetzt hier, man sieht die von oben natürlich nicht so richtig, aber das steht jetzt hier eben in die Höhe neben dem Rahmen. Und jetzt muss man noch diesen kleinen Pinöppel einbringen, mit dem dann die M.2-SSD später befestigt werden soll. Dafür werde ich auch jetzt in diesem Video schon mal eben einen Blick hier reinwerfen und gucken, wie groß die denn ist, die SSD, damit ich weiß, wo ich den Pinöppel hinmachen muss. Also, wie man sehen kann, ist das Ding sehr, 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 sehr klein und die soll eben hier reingesetzt werden. Ich weiß also jetzt, dass es bis zum obersten Loch geht, das heißt, da befestigen wir unser Teil hier. Drehen. So, unser Befestigungspinüppel sitzt. Wir können also die M.2 schon mal einsetzen. Und damit ist die M.2 erfolgreich eingebaut. Ich hoffe, dass sie uns jetzt nicht später noch im Weg sein wird, aber die sitzt jetzt hier schon und ist befestigt. Ich kann dann mal versuchen, das eben ein bisschen seitlich zu halten. Da sieht man sie schon und die steht jetzt eben nach oben neben unserem RAM, den ich jetzt wieder einsetzen werde. Damit haben wir die M.2 installiert, wir haben den RAM installiert, wir haben den Prozessor installiert. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und ich würde sagen, wir können vielleicht noch kurz zum Gehäuse rüber gucken. So, wir machen mal kurz mit der kleinen Kamera weiter. Macht ja nichts, ist eigentlich vollkommen egal. Ich habe hier schon mal das Netzteil liegen und das Gehäuse auf dem Tisch stehen. Das passt halt überhaupt nicht in die große Kamera gerade. Ich baue jetzt erstmal alles ab. Ich habe schon oben das Netz weggemacht, vorne die Frontblende. Ich baue beide Seiten ab, damit wir alles weg haben vom Gehäuse, was wir gerade nicht brauchen und uns dann in Ruhe mit dem Inneren beschäftigen können. Als nächstes werde ich jetzt, da sieht man aber in der großen Kamera auch nicht viel von, weil alles so dunkel ist hier im Gehäuse, den vorderen oder den zweiten Festplattenkäfig ausbauen. Ich hoffe, dass ich mit einem auskomme, und weil ich auch zum Beispiel einige Festplatten extern habe. Und dann haben wir ein bisschen mehr Platz und es sieht schöner aus, deswegen bauen wir den einen Käfig ganz schnell aus, das geht ja easy. Der Festplattenkäfig ist draußen und jetzt werde ich schon mal da unten das Netzteil einsetzen. Ich hatte schon gesagt beim Netzteilvideo, das ist übrigens ganz schön schwer, dass das Netzteil frische Luft von außen, von unten, und da ist Gott sei Dank ein Staubfilter drin, dass das eben frische Luft anziehen soll. Deswegen bauen wir das eben so rum ein, dass das den Lüfter schön nach hinten hat, nach unten, und ja, schrauben das eben fest. Dafür verwende ich ganz einfach die beim Netzteil mitgelieferten Schräubchen. Das sind die hier. Und eine ist gerade auf den Boden gefallen. Geil. So, hallo im Gehäuse. Die Kamera, die kleine, ist jetzt im Gehäuse. Nachdem jetzt das Netzteil fest installiert ist mit den Schrauben, die dabei waren, werde ich jetzt das Mainboard einsetzen. Dann müssen wir erstmal gucken, ob die Abstandshalter richtig sind, die hier schon montiert sind. Und dann kommt das Mainboard hier drauf und dann gucken wir mal, ob das alles so funktioniert, wie es soll. Wichtig ist, man sollte vorher dran denken, dass man hinten die Blende für die Anschlüsse hinten vom Mainboard installiert. Mir ist es schon mal passiert, ich habe schon mal einen PC zusammengebaut und habe dann gesehen, dass ich die vergessen habe. Dann darf man nämlich das Mainboard und alles wieder rausholen. Also vorher die Blende einfügen. Die Blende sitzt drin, insofern können wir jetzt das Mainboard draufsetzen. So, Hallöchen, das Mainboard sitzt zumindest in der Theorie und wir machen die ersten Schräubchen mal fest. Allerdings erstmal nicht zu feste, sondern nur zur kleinen Justierung, wollte ich sagen. Und jetzt ist gerade die kleine Kamera voll. Das wird mir wohl während dem Zusammenbau noch öfter passieren, dass da irgendwelche Kameras voll sind. So, damit haben wir das Board eingesetzt und erfolgreich festgeschraubt mit allen Schrauben, die ich so finden konnte. Wenn ich noch eine finde später, werde ich die natürlich noch festschrauben. Ansonsten, der Lüfter, das passt auch hier mit den Anschlüssen. Hinten RAM ist drin, CPU ist drin, M.2 ist drin, Netzteil ist drin. Wir haben also schon eine ganze Menge geschafft. Das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein für den ersten Teil des Zusammenbaus zu Project X. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns um die erste Verkabelung vom Netzteil vielleicht schon mal zum Motherboard, zur CPU und die ersten Kabel vom Gehäuse ans Mainboard und so weiter. Also, bis zum nächsten Mal.
So, das war also der erste Teil unseres Zusammenbaus von Project X. Ich bin froh, dass es endlich losgeht. Wir haben ja schon ein bisschen was geschafft und ich kann natürlich verstehen, dass ihr am liebsten jetzt direkt alles auf einmal sehen würdet. Aber wir machen das schön in kleinen Etappen. Da hat man was, worauf man sich freuen kann. Und deswegen müsst ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder einschalten bei Project X, wenn es weitergeht mit dem Zusammenbau. Wenn euch dieses kleine Video hier gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, zu diesem Projekt oder sonstiges, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, wieder einschalten. Dankeschön fürs Zuschauen, euer Walle. Bye, bye. Und Kaffee ist so eine Sache. Ich habe das früher nie gemocht und ich glaube, das ist auch normal. Die meisten Kinder mögen keinen Kaffee. Mein Neffe, der mochte schon echt als relativ junger, als Kind quasi schon, mochte der schon Kaffee. Aber die meisten Kinder mögen keinen Kaffee, weil es schmeckt ja bitter. Und ich glaube, ich mochte das auch mit 12, 13, 14.